So, hallo und willkommen zurück auf YouTube. Wir hatten diese Notiz gefunden, Notiz an mich A1, B, A3, B1 und so weiter. Wissen allerdings momentan noch nicht, was das zu bedeuten hat. Die Zellen selbst scheinen leider alle relativ leer zu sein. Und wir hätten hier einen Computer, womit wir die öffnen können. Mal test es halber. 1, 2, 3, 4. Das ist aber 5 stellig, das passt nicht. Wäre 3, 1. Wenn der Stift halt nicht schreibt, das kann gar nicht sein. Was vielleicht sein könnte, es passen ja 10 Zahlen hin. Das wäre 1, 3, 2, 1, 4, 3. Also damit hat es leider nicht. Wäre auch zu leicht. Denn wir haben mit dem Computer dato noch nichts richtig gemacht hier. Auf keine Ahnung. Sind hier hinten rechts aufgemacht. Der Zelle Bezeichnungen, wie die Zellen heißen. Überhaupt keine Bezeichnungen. Also was mir jetzt halt einfällt, ist wirklich jede einzelne zu öffnen und zu gucken, ob irgendwas in dem Waschbecken oder sowas liegt. Das ist auch interessant. Wenn ich so gucke, ist das Licht aus. Wenn ich jetzt ein Stück nach rechts meine Kamera bewege, ist das Licht wieder an. Das Licht ist immer in einem bestimmten Winkel. What the fuck ist das? Wieso ist das Licht denn immer nur in einem bestimmten Winkel an? The fuck? Immer nur wenn ich zur rechten Seite gucke, mehr oder weniger. Ja gut, und da hinten hin. Mir fällt gerade leider nichts anderes ein, als jede verdammte Tür. Ich glaube, die habe ich schon alle durchsucht. Aber hier gab es ja dann schlussendlich den Schlüssel. Absolut keine Bezeichnungen für die. A3.
auch wieder nichts, weißt du? Ja, was soll ich jetzt machen, außer jede einzelne Zelle nachzugehen? Jetzt fucked up. The hell was that? Keine Ahnung, das hätte aber gern hier bleiben dürfen. Denn es hat Licht. Kann ich mehr rennen? War doch. Denn es hat Licht gemacht. Ja, dann sind ja verschossen, oder? Ja. Ich glaube, ich habe mich festgebackt. Dadurch, dass wir nicht springen können und jetzt hier zu niedrig sind, habe ich mich, glaube ich, festgebackt. Genau, hier steht dann später Death auch. Da jetzt zum Beispiel, da hatte ich sie mich gesehen. That could be useful. Oh Gott. Nein, diesmal nicht. Ich sitze hier aber auch nicht rot drin. An der Zelle war ich gerade, ich habe mich festgepackt, oder? Theoretisch habe ich die rechte Seite jetzt durch. Links unten in der Zelle war ich auch schon mal, da war nichts drin. Ich entschuldige auch wegen dieses Quietschen, aber das ist halt mein Stuhl. Der arbeitet halt auch den ganzen Tag recht intensiv. Auch nichts mehr. Ahnung. Das ist wieder der Engel. The hell was that? Der hätte hier ruhig bleiben dürfen. Der hat nämlich gut Licht gemacht. Thank you.
Okay, jetzt war ich aber gefühlt in jeder Zelle einmal. Oder muss ich jetzt in einem Durchlauf, ohne zu laden, in jeder Zelle einmal sein, um es zu triggern? Das wäre jetzt natürlich ärgerlich. Notiz an mich habe ich schon. Ist das 15, stört mich. Dinger passieren wirklich random. Teilweise sind sie so Jumpscares. Das ist cool. Och, Alter. Aber selbst wenn das der Code ist, in irgendeiner bestimmten Reihenfolge. Hier gibt's aber nur. Ist Block C, okay. Kann nicht sein. Also dass der Zettel da ohne Grund lag, glaube ich nicht. Die Zelle, wo ich hier hinbackte vorhin, ne? Wieso gibt es jetzt hier kein rotes Leuchten mehr? Wie habe ich denn diesen Bug hervorgerufen? Drin, aber irgendwas muss es damit auf sich haben. Aber die bauen doch nicht extra so eine Mechanik ein, nur um dann daraus nichts zu machen, um es mal so zu sagen.
Wenn ich eine Ahnung hätte, wäre ich echt im Vorteil. Aber wenn ich zumindest jetzt noch eine Idee hätte. Mindestens noch irgendeine Idee hätte. Damit sind es, glaube ich, alle Jumpscares in diesem Raum jetzt endlich vollführt. Und beim ersten Mal knallte bei mir die Tür zu, da hatte ich aber auch als erstes dieses Ding hier, ne? Könnten die Jumpscares wirklich mit den Räumen, die ich aufhabe, zusammenhängen? Damit bleibt nur noch ein Raum. Dann hätte ich hier alle durchforstet. Und auf jeden Fall hätte ich jetzt auch alle in diesen Wand durchforstet. Also wenn ich jetzt für irgendwas skippen kann oder muss, indem ich alle einmal betreten habe, dann wäre es jetzt der Fall. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Habe ich jetzt offiziell keinen Plan, was ich tun soll. A3, B1. Auch nicht. Ich habe jetzt gedacht, dass dadurch, dass das B zweimal vorkommt, vielleicht nur einmal da sein muss. Oder es muss.
addiert werden. Auch nicht. Also jetzt waren diese Codes immer vierstellig. Finde ich auch gerade nichts. Was übersehen? Drei. Das ist verschlüsselt. Und ich weiß jetzt, was ich übersehe. Ich glaube, ich übersehe diesen Computer. Allerdings glaube ich. Passwort eingeben. Das in dem Dokument hier ist jetzt nicht das Passwort, oder? Kriegt aber auch kein richtig oder falsch. Moment, super secret. Ich kann auch nichts anderes anklicken.
Ich glaube nicht, dass mir das überhaupt hier etwas sagt, oder? Okay, ich muss also an ein Passwort kommen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Passwort hier in diesem Raum drin sein wird. Ich habe da noch nichts rausgeholt, außer dieses eine Dokument, was aber offen rumlag. Das heißt, ich habe dieses Door-Control-System noch nicht gebraucht. Keine Ahnung. Kenne ich hier wirklich nicht, was mir weiterhelfen soll. Notiz an mich ist natürlich immer so eine Sache. Da hat sich natürlich irgendjemand Notizen gemacht. Natürlich halt darauf zugeschrieben sein können, dass er sie hauptsächlich versteht. Du hast das markieren. Aber nein. Ich danke aber mal an die YouTube-Zuschauer fürs Dabeisein und Mitgucken. Ich werde mir mal was überlegen. Mal schauen, ob mir noch was einfällt. Ich danke fürs Dabeisein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.